Level 2. Das können wir noch nicht. Ja, wird er noch eine Weile dauern, bis sie ein Level Up hat. Ah, sie ist rechtschaffen gut und er ist neutral gut. Alles gute Charaktere außer Jaira. Die ist einfach nur neutral. Hat sie was an Rüstung? Nee, gar nichts. Geben wir die Spruchrolle mal, falls sie keine Zauber mehr parat hat. Und sonst kann sie nichts wirklich gebrauchen. Was war das hier? Achso, der Geschlechtswandelgürtel. Na gut, Auftrag erfüllt, würde ich sagen. Gucken wir uns noch kurz die letzten Ge Teile der Festung hier an. Und dann geht's auf zurück nach Nashgul. Sackgasse. Jo, Sackgasse. Also zurück zur Treppe. Aber dafür, dass wir noch nicht so viele Abenteuer erlebt haben, wir gerade quasi im Alleingang eine Gnollfestung gestürmt haben, das ist schon beachtlich, würde ich sagen. Ja, Gorion wäre stolz auf uns. So, hier sind zwei, aber das sind normale. Rest auf die. Oh, okay, drei. Da kommt schon hoch, Jungs und Mädels. Oh, pass auf. Kali drauf, Shahira drauf, Minz drauf. Sie hält sich erstmal zurück. Nicht mehr allzu viele Lebenspunkte. Fünf nur noch. Uffala. Achso, Pause. Trinkt die mal schnell. So. Richtiger Kreis um den Gegner rum. Alle prügeln auf ihn ein. Oh, weia. So. Und noch eine magische Schriftrolle. Und Karl hat endlich ein Level Up. Das heißt, er hält jetzt auch ein bisschen mehr aus. 26 Lebenspunkte. Schön, schön. 28, 26, 24, 11. Ja, daran müssen wir arbeiten. So, hier ist nichts mehr. Doch, hier geht's hinten rum, aber ist da was oder ist da nix? Ne, Sackgasse. Na gut. Hier ist auch nichts mehr. Damit hätten wir die Festung erledigt. Na gut, den Rückweg erspare ich euch jetzt mal. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal gucken, ob ich irgendwo Loot vergessen habe. Ich glaube, hier hatte ich noch was liegen lassen, damit ich schnell, weil ich schnell weiter wollte. Und dann tappe ich hier lang. Und zurück nach Nashgul. Wenn ich da angekommen bin, melde ich mich wieder. Außer unterwegs passiert irgendwas natürlich. Bis gleich. So, wie ihr sehen könnt, sind wir unbeschadet in Nashgul angekommen. Hab noch ein bisschen was an Gold zusammenbekommen in der Gnollfestung. Das, was wir halt vorher haben liegen lassen. Und ich glaube, ich habe so ziemlich jede Hellebarde, die wir finden konnten, Minsk in die Hand gedrückt. Ah, das ist der komische Nuba schon wieder. Wart ihr mal im Baldurs Tor? Ich war schon mal dort. Schön für dich. Uff, ich glaube, ich bin da in was hineingetreten. Sehr interessant. So, weiter. Also wie gesagt, ich habe recht viele Hellebarden noch aufgesammelt und auf die Charaktere verteilt. Hoffentlich sind die auch was. Hey. In der Stadt haben sie alle Steine nach mir geworfen und gemeint, ich wäre ein Plagegeist. Wie kommt das bloß? Wie spät ist es? Boah. Wir wollten gar nicht ins Gasthaus, wir wollten da zum Händler. Also, wer wäre ein böser Charakter, wäre dieser Nynüpper jetzt schon tot. So oft wie der ganzen Nerven anspricht. Klarer denken. Magie verlangt einen wachen Geist. Anhalten? Ich habe den ganzen Tag schon genug geschuftet. Sklaventreiber. Sklaventreiber? Also war ganz schön. Ich bin ein bisschen müde.
Ja, wir sind alle müde im Moment. Ich bin ganz ohr. Ich sollte meinen Augen eine Pause gönnen. Ich muss eine Pause einjagen. Ich habe schon Ja, wir legen uns gleich hin. Erst müssen wir was Wichtiges erledigen, nämlich Gold scheffeln. So, verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Die sind nur 2 Goldmünzen wert. Naja, besser als nichts, aber von wegen Eisenkrise. Eine schöne Hellebarde. Der ganze Kopf ist aus solidem Eisen. Und da kriegt man 2 Goldmünzen dafür. Na gut. Das Bastardschwert behalten wir nochmal lieber. Kann alles weg. Weg. Ah, identifizieren wir die Sachen mal. Das wären 300 Goldmünzen. Oder kaufen wir dir mal eine ordentliche Rüstung für Minsk, ne? Ja, machen wir das lieber. Kettenhemd ist 5. Schienenpanzer 4. Also ein Schienenpanzer für Minsk kaufen. Ein Helm braucht er auch noch, oder? Oh, wie teuer ist der Plattenpanzer? 810. Ärgerlich. Helm, so. Ja, schaut doch schon besser aus. So, was brauchen wir jetzt noch, bevor wir uns da in die Minen wagen können? Also ausruhen müssen wir uns auf jeden Fall noch. Aber sonst sind wir eigentlich relativ gut gewappnet. Also haben eine volle Gruppe. Haben genug Ausrüstung. Ja, also ab in die Taverne, ein bisschen schlafen und danach geht's zu den Minen. So, einer. Ach, komm schon. Ja, so. Und wir schlafen wieder adelig. Jupp, ausruhen. So, raus aus der Stadt. Hoffentlich übernehmen wir uns nicht bei dem Auftrag. Weil eigentlich hätten wir hier noch überall mehr als genug zu tun. Ich meine, selbst bei der Gnollfestung haben wir nicht alles erforscht, sondern nur die Festung direkt. Nicht, was drumherum lag. Die ganzen Gebiete sind wir auch noch durchgehuscht. Aber gut, schauen wir mal. So, Minen von Nashkel. Was ist hier? Oh. Kampfhunde. Meine Klinge kann ich zurechtstutzen. Oh, jetzt fällt mir ein, was wir noch hätten holen können. Eine Schleuder für sie. Weil als Magierin sollte man nicht unbedingt in den Nahkampf gehen. So, was haben wir hier an Fässern? Sieht irgendwie genauso aus wie das Lagerhaus mit den Ratten drin am Anfang, oder? Und zumal sind dieselben Kisten und Fässer, die man anklicken kann. Wie halt im Startgebiet. Aber gut. Ein Heiltrank, der wird noch praktisch sein. Und Gold ist immer schön. Und raus hier. Scheint wohl irgendein altes, verlassenes Arbeitergebäude zu sein. Aber wo geht's zu der Mine? Das ist wohl ein Aussichtsturm. Oh, der scheint wohl mit uns reden zu wollen. Ihr da, bleibt stehen. Verzeiht mir, wenn ich euch belästige, aber solltet euch der Gefahr bewusst sein, in der ihr euch befindet. Es gibt Monster hier, Hundeköpfige, also Gnolle wahrscheinlich. Ich rate euch, nach Nashkel zurückzukehren, wo ihr sicher seid. Eigentlich sind wir Abenteurer. Wir sind hier, um zu helfen.
Vielleicht könnt ihr uns erzählen, was hier in der Gegend passiert ist. Wir können sicher noch ein paar Kämpfer gebrauchen. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr hin müsst, geht einfach nach Nordwesten. Dort oben sind die Minen. Emerson erzählt euch vielleicht, er bräuchte keine Abenteurer, aber hört nicht auf ihn. Wir brauchen so viele Männer, wie wir kriegen können. Sonst noch etwas? Naja, es gibt ja diesen verrückten Kerl. Ich glaube, er nennt sich Prism. Er arbeitet an einer Skulptur in einer Klippe. Ziemlich versponnen, wenn ihr mich fragt. Wir sehen uns dann später. Also die Mine soll im Nordwesten sein. Dann gucken wir doch mal da lang. Und der komische Kauz, der die Skulptur macht? Können wir uns merken und später mal nachschauen. Aber erstmal ist die Mine wichtiger. Gorion wäre auf eure Taten stolz. Das sieht doch nach Mine aus. Aber hier ist eine Schlucht. Müssen wir erstmal den Runtergang finden. Was ist das? Irgendeine Winde zum Hochziehen. Na gut, wir wollen aber eine Treppe haben und keine Winde. Wahrscheinlich hätten wir einfach nur direkt am Eingang nach links gehen müssen und nicht hier außen rum. Ja, schaut echt so aus. Was ist das denn da für ein Ding? Komisch geformter Stein. Ach nö, wir kommen hier nicht durch. Na gut, ich laufe außen rum und bin dann gleich wieder da. So, wir sind jetzt wieder da, wo wir eigentlich reingekommen sind. Und gehen diesmal einen Schritt nach links und oh, siehe da, ein Weg nach unten. Scheiße. Na gut. Da scheint ein Mineneingang zu sein. Aber wir können nicht rein. Das ist eine ganz schön groß angelegte Mine, kann das sein? Na, die wird wohl die ganze Gegend hier versorgen. Da ist wieder ein Wachturm. Oh. Das wird es wohl sein, wenn da so viele Wachen vorstehen. Hier geht's runter. Bist du ein Arbeiter? Ja. Wir wollen eigentlich da rein. Ihr solltet wirklich Emerson um Erlaubnis fragen, bevor ihr die Mine betretet. Er kann ziemlich grantig werden, wenn Leute durch seine Mine spazieren, die keine Erlaubnis dazu haben. Ja, wir suchen ja schon diesen Emerson, aber bist du Emerson? Ihr wollt also einen Blick auf meine Mine verschwinden, ja? Ich kann in meiner Mine keine durchgedrehten Abenteurer gebrauchen. Schon gar nicht, wenn sie nicht mal um Erlaubnis fragen, bevor sie hier herumtrampeln. Von mir aus für einen Tag. Wenn ihr euch danach noch hier seht, kriegt jeder von euch seinen eigenen Schacht gebuddelt. Einem Sargformat. Kapiert? Gut. Okay, dafür, dass wir ihm helfen wollen, seine Plage loszuwerden, ist er ganz schön grantig. Naja, was soll's. Wir haben jetzt Erlaubnis, das heißt, wir können da rein. Wenn Jahira nicht im Weg stehen würde. Na komm schon. Was für ein Kindergarten. Ich wünsche euch viel Glück da drin. Was auch immer das Tohuwabohu verursachen mag. Ich möchte lieber nicht dabei sein. Ja, das ist okay. Orion wäre auf eure Taten stolz. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. Ja.